Ein herzliches Hallo, meine lieben Zuschauer. Das neue Wochenhoroskop steht nun wieder zur Verfügung für euch für die Woche vom 12.09. bis zum 18.09. Und natürlich wie immer gleich erstmal der Spruch der Woche. Wir haben Mondfinsternis und Vollmond. Im privaten und im gesellschaftlichen Rahmen geht es um unser Sicherheitsbedürfnis und neue Projekte stehen auf dem Plan mit Mars und Uranus. Unsere Sonne hat auch in dieser neuen Woche weiter mit den aggressiven Verhaltensweisen des Mars im Schützen zu kämpfen. Der Kampf im Namen der Gerechtigkeit geht einfach weiter. Es ist nur die Frage, für wen jetzt welche Sache wirklich gerecht ist. Mars im Schützen ist ein Patriot. Er verteidigt seine Werte und besonders sein Vaterland ohne Kompromisse. Im privaten und im gesellschaftlichen Rahmen geht es um unser Sicherheitsbedürfnis. Unsere Sonne in der Jungfrau bekommt noch einmal neue Impulse von unserem Gefühlsanzeiger Mond geliefert. Wir haben einmal eine Mondfinsternis am 16.09. um 18.55 Uhr aus den Fischen heraus und dann gleich um 20 Uhr auch einen Vollmond, ebenfalls aus den Fischen. Beide stehen in enger Verbindung mit Chiron. Chiron habe ich bisher noch nicht erwähnt. Er ist in unserem Horoskop der verletzte Heiler und er steht zusammen mit Mond genau gegenüber der Sonne. Hier geht es allgemein darum, sich mit Schmerzen des Getrenntseins auseinanderzusetzen. Ein Gefühl der inneren Entwurzelung lässt uns leiden. Hier ist es natürlich auch in jedem Fall immer wichtig zu schauen, in welchen Lebensbereichen das sich abspielt. Und wer da wieder genaueres erfahren möchte, der kann das natürlich wieder ganz einfach bei mir unter www.bärbel-reu.com/kostenlose-beratung/erfahren. In diesem Zusammenhang steht nun auch Mars in einer positiven, kraftvollen Verbindung zu Uranus, dem Revolutionär. Das deutet immer auf Umbrüche hin. Überholte Verhältnisse und Konzepte werden abgebaut und dafür kommen dann einfach neue auf den Plan. Es zeigt eine sehr energische Phase im Rahmen des Umbruchs an. Auch die Gruppenaktivitäten werden jetzt verstärkt, auch Organisationsgründungen können damit verbunden sein. Diese Kombination ist auch sehr förderlich für eine Zusammenarbeit an Gemeinschaftsprojekten. Man kann diesen Aspekt übrigens auch bei Erfindern und Ingenieuren finden. Bis Mittwoch dann, dem 14.09., steht hier unser rückläufiger Merkur noch in Spannung zu Mars und die Angriffslust des Mars ist auch im kommunikativen Bereich noch sehr aktiv. Ab Donnerstag dann, dem 15.09., klingt sich auch unser tiefgreifender Wandler Pluto im Steinbock mit ein und er unterstützt Merkur. Hier kann es jetzt allerdings äußerst suggestive Kommunikation geben. Mit Merkur und Pluto haben beide die Fähigkeit, bis in die tiefsten Tiefen hineinzuleuchten. Also das tiefe Sein und Verstehen zu erlangen. Auch hier werden nun tiefere Erfahrungsprozesse in die Wege geleitet. Man ist in der Lage, den Kern einer Sache vollständig zu erfassen und bis auf den Grund der Tatsachen zu kommen. Mit rückläufigem Merkur ist die Verwendung dieses Wissens noch nicht ganz so ausgeprägt, aber die Erkenntnisse sind bereits vorhanden. Ab Sonntag, dann dem 18.09. in den späten Nachmittagsstunden, beginnt wieder eine Spannung zum Hüter und Begrenzer Saturn, sein Werk zu verrichten. Richtig wirksam wird diese dann allerdings erst in der kommenden Woche. Auch unsere Venus, unser Liebesplanet, dürfen wir in dieser Woche wieder mehr Aufmerksamkeit schenken. Erst bildet sie ab Montag, dem 12.09. eine förderliche Verbindung zu Mars, dem Energieplaneten im Schützen, was in dem Fall auch wieder den männlichen Recken auf den Plan ruft. Hier passen Liebesverben und das Prinzip der Lust wieder zusammen, wenn da nicht immer der Pluto der Wandler im Steinbock dazwischen funken würde.
Die Spannung von Pluto zur Venus in der Waage ist immer noch aktuell und ziemlich zwanghaft gegenüber der leichten, charmanten und an Gerechtigkeit und vor allem an Fairness interessierten Waage. Sie wird noch bis zum 14.09. unter diesem Wandlungszwang stehen. Wer jetzt da wieder zu seiner eigenen persönlichen Situation Informationen erfahren möchte, kann das wieder ganz einfach unter meinem vorhin gerade genannten Link. In der Nacht vom 13.09. bis zum 14.09. werden jedoch bereits die inneren Befreiungsimpulse deutlicher spürbar. Uranus steht nun in einer kreativen Spannung zu sonst dem freundlichen und kunstsinnigen Waagezeichen aspektiert. Verrückte Ideen, neue Impulse, plötzliche neue Kontakte und Liebeserfahrungen reißen unsere Venus dann richtig aus ihrem eigentlich normalen Liebesverhalten heraus. Eine alte Liebe könnte jetzt plötzlich beendet werden und eine neue steht auf dem Plan. Man ist auch schnell verliebt und wenn dann der Aspekt vorbei ist, ist meistens auch dieser innere Sturm vorüber. Es ist immer auch ratsam, darauf zu achten, nicht alles Porzellan zu zerschlagen in so einer Zeit. Es könnten noch einige wichtige Grundpfeiler damit aufs Spiel gesetzt werden. Diese Verbindung stellt jetzt auch einen wichtigen Eckpfeiler in den geschilderten Informationen zwischen Mars im Schützen und Uranus im Widder dar. Also hier ist auch viel Aktivität angezeigt. Venus wird von der neuen Bewegung vollständig erfasst. Übrigens gehört ja zur Venus immer auch unser Geld. Schauen wir doch einfach mal, wie sich das wieder aus politischen Kreisen in unserem Leben auswirkt. Ja, was macht nun Saturn, unser Begrenzer, sonst so? Er ist immer noch an dieser resignierten Stimmung, die sich ausgebreitet hat durch die Saturn-Neptun-Spannung, beteiligt. Besonders ist das dann am Donnerstag, dem 15.09. in den Abendstunden der Fall. Es ist eine sehr sensible Zeit. Seid bitte auch achtsam, erstmal mit euch und natürlich auch mit den Mitmenschen. Auch die Menschen, welche in unser Leben treten, haben zum Teil genau diese verletzlichen Antennen ausgefahren. Das verrät die Verbindung zum Schicksalsanzeiger Mondknoten. Ja, soweit erst einmal zu dieser Woche. Ich möchte jetzt meine Ausführungen für die kommende Woche beenden. Und euch wünsche ich eine wunderschöne Zeit. Lasst euch wieder hören. Ich freue mich immer über eure Feedbacks. Ihr könnt natürlich wie immer eure persönlichen Horoskope bei mir per E-Mail, per Telefon oder auch auf meiner Webseite anfordern. Mit meinen Kontaktdaten ist das ganz einfach hier auf meiner Seite und auf der linken Seite. Seid jetzt erstmal wieder ganz herzlich gegrüßt von mir. Ich entlasse euch in die kommende Woche. Alles Liebe. Tschüss, macht's gut.